Da sind wir auch wieder zu The Evil Within. Wir stecken mit einem Fuß in der Scheiße drin. The Evil Within, The Evil Within. Ach du Scheiße. Autsch, wir stecken wirklich mit einem Fuß in der Scheiße, wenn nicht schon mit allen beiden. Aber seitdem ich weiß, dass wir da die Sachen zertrümmern können wegen den Essenzen, bin ich beruhigt. Nun. Es hat so ein bisschen geglänzt, habe ich gedacht, ein Versuch wird es wohl wert sein. Ach du grüne Neune. Erstmal hier abchecken außenrum, was es hier so gibt. An Essenzen scheint es hier nichts mehr zu geben. Ich glaube, da können wir auch abspeichern. Die Türe müssen wir zum Öffnen bringen. Da gibt es auch noch einen Tagebucheintrag. Lillys Geburtstagsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos. Geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006. Um 9:56 Uhr, 3,31 Kilo, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Mayra Castellanos. Gut. Dann werden wir hier mal einmal unsere Waffen. Cool. Der besorgte Typ also. Ah, ich glaube, die liest hier gerade meine Akten durch. Okay, so Schlüssel will ich jetzt noch nicht verplempern. Vielmehr, ich will jetzt noch nicht irgendwie so Schlüssel. Ach, egal. Ich will die. Oh. Uiuiui. Ich will die Schlüssel einfach nicht verwenden momentan. Rüste man natürlich auf. 10.000, darauf haben wir gespart. Schrottflinte, da würden noch 400 fehlen. Ach, Schrottflinte 2, es ist nicht schlecht. Spritzen, Streichhölzer ist alles noch nix. Bräuchten wir wieder 10.000. Den Rest sparen wir. Werden wir hier einfach einmal abspeichern. Mit der Nagelfeile. Wir überschreiben der Wächter. Ja, ich glaube ja. Ja. Ich glaube, den Typ, den wir jetzt gerade hier gesehen haben, das ist, beziehungsweise vielmehr war der Wächter. Gut. Wir können wieder mehr Munition mitnehmen. Jetzt werden wir aber erstmal einmal das Ding untersuchen. Denn wir müssen da bestimmt was tun. Was ist das hier? Eine Fußfessel, das sah aus wie eine Bowlingkugel oder wie so ein Curling nennt man das, glaub. Die Kugel mit dem Schnur, wo man da in dem Kreis auf dem Sportplatz sich rumdreht und dann die Kugel schmeißt, das nennt sich, glaub, Curling.
Was müssen wir da jetzt machen? Da, benutzen. Ach Gott. Passt. Ist aber nur eine. Okay, offensichtlich macht das nichts. Ach, das hat auch so ein bisschen was von Tomb Raider hier. Jetzt müssen wir einmal links laufen, da gibt es noch eine. Und einmal rechts, da gibt es nochmal eine. Und dann geht das Ding auf. Vermute ich mal, wir gehen einfach mal links rum. Was ist das für Dampf? Das müssen wir abstellen. Unsere Heilanzeige ist auch voll. In diesem Sinne. Ja klar, dreht er da mal wieder auf. Das hat gerade ausgesehen wie so eine Falle. Oh du Scheiße. Das gefällt mir nicht. Ding zwei Köpfe. Fast. Muss man hier mal schießen? Das juckt das Viech gar nicht. Doch. Ui. Nicht freilassen, nicht freilassen. Dürfen wir auch so kaputt kriegen. Wie jetzt? Es gibt bei dem Viech gar keinen Schleichangriff. Das ist ja blöd. Ach du Scheiße. Was war das denn? Das war eine Falle. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So konnten wir da keinen Schleicherangriff machen. Es beunruhigt mich. Ja, ist gut, ist gut. Das beunruhigt mich. Wieso konnten wir da keinen Schleicherangriff machen? Ja, was ist jetzt? Ja, so ist gut. Gut, wir laufen jetzt trotzdem mal links rum. Wir laufen jetzt links herum, ich bin nicht dumm. Und deshalb laufen wir links herum. Da la 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 la. Wer kennt denn die Musik von euch? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Es stammt ja aus einer Comedy-Serie. Vielleicht kennt ihr sie, ja? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gut. Vielleicht müssen wir das Zombie-Viech da zu uns rüberjagen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen eine Schrottflinte. Nee, eine normale. Es ist nur ein Viech.
Alter. Können wir da überhaupt wieder hin? Können wir das überhaupt wieder zurückdrehen? Schade, klappt nicht. Scheiße, jetzt hat mich das Viech... Jetzt hat das Viech zuerst die Türe aufgetreten. Oh. Okay, tot. Es muss bestimmt 500 Essenz geben. Wäre ziemlich geil. Ich hätte eher auf 300 getippt. Okay, da brauchen wir zu viel Munition für. Eine Schrotflinte dürfte auch gut sein. Jawohl. Gut, wir müssen dich leider verbrennen. Sag mal, kommen die eigentlich auch von dahinter? Ich glaube nicht. Es sind ja noch mehr. Oh. Da kommen wir vielleicht. Ja, da kommen wir. Oh, eine Flasche, okay. Streichhölzer. Nee, oder? Ah, nee, das ist das andere. Was gibt's da? Ja, da macht das wieder ganz langsam auf. Geht's da runter? Nee. Doch. Komm, dich verbrennen wir mal. Hä? Oh oh, wenn die hier irgendwie rauskommen. Jetzt. Haben wir ein Problem. Boah. Was hat der gerade da rausgekommen? Ich hab gedacht, es sei eine Essenz, aber es war keine Essenz. Schade, schade, schade. Okay, was haben wir da? Eine Axt. Können wir. Doch, die können wir mitnehmen. Cool. Okay, hier mal ganz langsam hin. Entschärfen. Ja, Gott sei Dank. Oh, oh, ich habe so das dumpfe Gefühl, wenn wir da aufmachen, müssen wir die auch töten. Ich glaube, da machen wir alles auf. Nein, viel besser. Viel besser, die sind alle tot. So. Denn wie geht das Ding hier weg? Können wir das aufschrauben? Nee. Aber ich will da rein, da ist eine Essenz. Wir können es, glaube ich, kaputt hauen. Ja, es geht. Eine Essenz, Munition, Spritze, boah, sogar noch 500. Und noch ein Baukasten. Sich das mal nicht gelohnt hat. Schauen wir noch, da gibt es ja nochmal welche. Also wenn wir die rauslassen.
Es ist eigentlich nur einer. Komm, wir wagen es einfach mal. Ich glaube, der ist schon jetzt. Ne, der ist nicht tot. Aber dem hauen wir jetzt hier mal das Beil hin. Gut. Hatte der jetzt da jetzt nicht eine Essenz verloren? Was ich immer noch nicht weiß, ist, ob wenn die so eine Essenz verlieren und wir zünden sie an, ob die Essenz dann auch weg ist. Aber ich glaube ja. Geil, eine Granate. Oh! Das war hart. Das hätte in die Hose gehen können. Das hätte in die Hose gehen können, Leute. Das hat mich schon genug erschrocken. Das ist natürlich auch tückisch, ne? Was ist denn da drin? Nein, nicht runterklettern. Wart mal ab. Da gibt's nichts. Komm, wir versuchen. Das geht eh nicht zertreten. Nee, geht nicht. Okay, wir gehen da runter. Oh, der Geist. Ach du Scheiße. Ach du liebe Zeit. Oh, oh. Ich glaube, wir werden hier vergast. Ja. Immer ruhig. Ach Gott, das ist so eine Art Zeitspiel hier. Okay, ich hab's geschnallt. Da gibt's mehrere Ventile zum Schließen. Oh nee. Und jetzt nicht abkacken, Fraps. Machen wir jetzt mal das Ventil zu. Das ist erstmal wichtiger. Okay, da müssen wir schon mehrere Etappen. Oh. Was ist das für Zeug? Ach, wir nehmen die Schrottflinte, Mann. Oh, ganz ruhig. Der macht uns ja noch kalt. Wo ist er hin? Sag bloß, der ist unsichtbar. Sag bloß, okay, wir müssen nicht von vorne anfangen, das ist gut. Ist der jetzt? Der hat sich unsichtbar gemacht, stimmt's? Nee! Was kotzt der denn da aus? Scheiße! Jetzt ist Schluss! Da haben wir so viel Muni verplempert und der hat nicht mal eine Essenz, der Drecksack! Scheiß. Naja, da gibt's ja... Nee, die Munition ist weg. Die Munition ist weg. Und jetzt ist ja ganz lustig. Das ist ja ganz funny. Das sind Essenzen. Da ist eine Treppe.
Ach ja. Nee, doch. Doch, da gibt's eine Leiter. Okay. Okay, da gibt's eine Leiter. Die klettern wir hinunter. Dann sind wir munter. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, da liegt alles voller Essenzen. Das sind mindestens 400. Alle zusammen. Boah, 600. Ja, Tatsache, 600 Essenz. Ach, das sind ja gar keine Essenzen. Ich habe gedacht, das seien auch welche. Oh nein. Nicht schon wieder. Sind auch beinahe unsterblich, die Viecher. Mist. Alter, was ist mit denen? Was stimmt da nicht? So, da ist jetzt der Kopf immer noch nicht weg. Doch. Zack. Ach. Der falsche Kopf. Wir müssen bestimmt auf den linken zielen. Auf den da. Ist aber gar nicht so einfach. Und er hat auch eine Essenz da gelassen. 300. Vielen, vielen Dank für die Essenz. Gut, hauen wir hier wieder einen Cut rein. Bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise bis zur nächsten Stunde.